Du hast da was. Du hast da was am Kopf. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Zwei. Zwei. Achso, zwei, ja. Zwei. Aber das reimt sich nicht. Zwei. Erst eins, dann zwei. Dann ist Borkheide News TV schon wieder vorbei. Hallo Borkheide. Und tschüss quasi. Hallo Welt. Ach nee, doch hallo. Nicht der Weihnachtsmann, auch nicht der Nikolaus, der Matze. Ja, und der Lutze. Und der Lutze hier. Ja, wie sonst auch. Wer genau. Sonst? Gruß der Woche nicht vergessen, Matze. Der Nikolaus. Der Nikolaus. Nikolausi? War der gestern? Ja, der ist jetzt in Quarantäne. War der bei dir? Der ist in Quarantäne. War der bei dir? Hm? Stiefelputzer? Na, no, hab keine Stiefel. Ja, ich wollte schon sagen, du hast doch nicht die Stiefelputzer. Ich hab keine Stiefel. Was hat der drin? Ich weiß, was der drin macht. Anti-Stinksocken hat der drin gesteckt oder so. Oder so eine Säckchen, so, damit es da nicht so ausmüffelt, oder? Die ist ja nur Insektenspray verteilt. Der hat jetzt nämlich Läuse. Läuse? Nikoläuse. Der ist auch krank, okay. Nikoläuse, ja. Matze, wir haben gar nicht ganz so viel, nur ein bisschen, ne? TV, Borkheide, News, TV, Werbung. Wir machen doch gar keine Werbung. Doch. Machen wir Werbung? Na klar. Wer uns anspricht, machen wir Werbung. Wir machen Werbung. Ja. Hier kommt jetzt Werbung. Nein, anderes Thema. Ganz einfach. Wir haben ja den großen Vorteil in Borkheide, dass wir da so ein Waldbad haben, mitten im Ort. Hat nicht jeder. Und das Waldbad wird natürlich vom Verein betrieben und auch die Rettungsschwimmer, die dort arbeiten, machen das ja in ihrer Freizeit, so quasi ehrenamtlich, natürlich auch für ein paar Euro. Und über die Jahre haben wir das Problem, dass die Rettungsschwimmer immer weniger werden, weil keine Rettungsschwimmer nachwachsen. Die kann man jetzt nicht so anzüchten auf dem Beet, die Blumen und so. Nee, die müssen sich das schon selber so ein bisschen erarbeiten und zurzeit wird es auch nicht besser, weil durch diese ganzen Corona-Bestimmungen kannst du ja nicht mal mehr richtig zu zweit trainieren oder kommst du überhaupt irgendwo in eine Halle, um zu trainieren. Deswegen vom Waldbad her nochmal der Aufruf, wenn jemand jemanden kennt, der Rettungsschwimmer ist und auch jetzt nicht unbedingt gleich eine Prüfung machen muss, wir suchen nach wie vor dringend Rettungsschwimmer. Ja, fertig ausgebildet. Am besten fertig ausgebildet. Weil ich im Moment bin auch fertig ausgebildet, aber nicht als Rettungsschwimmer. Ich suche mal jetzt nicht, du bist Fotograf, das reicht. Und ja, nicht, es wird, wenn das so weitergeht und jedes Jahr zwei, drei Rettungsschwimmer wegfallen, von den knapp 16, auf die wir jetzt noch zurückgreifen können, dann ist in wird es irgendwann dazu kommen, dass man die Eintrittszeiten reduzieren muss. Und noch schlimmer, wie auch bundesweit schon passiert, dass überall die Schwimmbäder zumachen, weil es keine Rettungsschwimmer mehr gibt. Und das wäre natürlich der Worst Case. Also ich sehe erstmal ein ganz anderes Problem. Wir müssen erstmal sehen, dass wir wieder aufmachen können. Wir haben es ja letztes Jahr auch aufgemacht mit dem Hygienekonzept. Das sehe ich jetzt nicht das Problem, aber eben ich sehe das Problem bei der Anzahl der Rettungsschwimmer, die über Jahre konstant weniger werden. Okay. Also, so, wir sind kurz vor Weihnachten. Lassen. Los geht. Kurz vor Weihnachten, nur noch zwei Wochen, drei Wochen. Zweiter Advent, dritter Advent, vierter Advent, das ist schon durch fast. Und wenn ihr jemanden kennt, der Rettungsschwimmer ist und der hier uns aushelfen möchte, dann blendet der Lutz hier nochmal die E-Mail-Adresse ein, rs-planung@waldbad-borkheide.de. Die Heidi Goldmann freut sich auf eure Zuschriften. Wir müssen das auch schon komplett fertig bringen, sonst kann sie nicht einfach nur sagen, machen, und keiner weiß, wo sie hinmelden soll. Na, ins Waldbad, da ist ja keiner, ne? Da ist, da ja ist jetzt da. Keiner, das ist zu. Da ist auch wieder ein Zettel dran, Betretungsverbot. Okay, weiter. Weihnachten. Kommt demnächst. Also aber erstmal kommt schon vorher, ne? Das hatten wir ja schon mal angesagt, letzten Montag. Mhm. Am Samstag ist er da, bei uns auf dem Marktplatz. Genau, präsentiert von Borkheide News TV. Und vom Fliegerheim. Und vom Hotel Fliegerheim. Ich bin übrigens noch satt, ja, ich hatte am Wochenende vom Fliegerheim mir Wild geholt, Wildmenü. Deswegen bist du so wild. Ich bin immer noch satt. Ja, du bist so wild. Danke nochmal, war lecker. Und zwar von 14 bis 15 Uhr ungefähr ist der Weihnachtsmann auf dem Marktplatz und nimmt die Wunschzettel der Borkheider Sternchen innen
entgegen. Also wer immer kommen möchte, Kinder, dort. Kinder und Kinderinnen. Kinder und Kinderinnen und Erwachsenerinnen. Ja. Und jeder, wer da hinkommen möchte, natürlich mit dem nötigen Abstand, nicht, dass uns irgendjemand auf die großen Weihnachtsmannfüße tritt. Oder in den Sack muss von dem Weihnachtsmann, je nachdem. Holt er da die Wunschzettel ab. Da könnt ihr raufschreiben, was ihr wollt, ob er das bringt. Es wird sich zeigen. Versuch macht klug, ja. Und du hast ja schon was gewünscht, aber das dürfen wir jetzt nicht nochmal erwähnen, sonst kommt das tatsächlich nicht. Wir reden über das Wetter nachher. Psst. Jo, ne? Wie gesagt, Samstag, diesen Samstag von 14 bis 15 Uhr auf Marktplatz vor der großen Weihnachtstanne. Da ist er dann zu sehen. Da kommt er eingeritten. Mit Abstand, oder mit Mundschutz. Eingeflogen, kommt der mit dem Hubschrauber? Der wird geliefert vom Fliegerheim. Wird abgeliefert. Auf dem Tablett. Eingeschweißt. Auch so. Machen die doch heute so. Dann wird da direkt wieder aufgetaut da vorne. Jo, so, und weil wir nicht so viel haben, schon genug dumme Zeug wieder gequatscht haben, machen wir jetzt weiter mit dem dummen Zeug, und zwar Wettermatze. Es ist so warm gewesen wieder am Wochenende. Jetzt guck mal, da kommen die Schneeflocken. Jetzt kommt das Wetter. Darfst nicht vergessen, den Jingle einzuspielen. Ne? Hab ich doch so schön gebastelt hier. Ja. So. Danke, Wetter. FDM Service. Für das Wetter, Matze, wer ist denn Eligius? Eligius, dann hätte ich jetzt noch viel mehr raussuchen müssen. Das würde hier den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber es wird ja immer auf irgendwelche Heiligen irgendwas, Wetter. Kräht der Hahn auf der Mist. Eisheiligen oder so. Ja. Oder so. Bauernregel. Hm. Ist das ein Bauer? Hat der Bauer an Steige. Hm. Okay, was ist jetzt mit dem? Wenn zum 1.12., wie heißt der? Eligius, wenn zum 1.12. es richtig kalt wird, dann bleibt es 4 Monate lang so. Also es wird genau ausgesprochen, fällt Eligius am 1.12. ein kalter Wintertag, die Kälte wohl 4 Monate dauern mag. So ist der Spruch. Und dieser Spruch ist mittlerweile auch zu 70% gültig gewesen in den letzten Jahren, wenn es denn mal kalt wurde. Und das Wetter in der kommenden Woche, also in dieser Woche, kannst du mal bitte anmachen? Du musst hier nicht da drauf gucken, da bin ich hier. Startet ja mit 8 Grad, die werden uns aber ganz schnell Richtung Mittwoch dann abgehen, weil es wird ab Donnerstag 2 Grad tagsüber noch sein. Und wie wir in der Kurve gesehen haben, die Nachttemperaturen, die legen sich einfach mal flach auf die 0 Grad Grenze. Ja, das ist der Herzschlag 0. So, ja. Punkt, zieht sich auf 0 Grad durch, ja. Das ist diese Woche. Ja. Und wenn jetzt mal bitte die Langzeitprognose einblendest, Dankeschön. Dann sehen wir, dass sich das erst zum 15.16. mit der Nacht wieder erholt. Dann haben wir wieder eine leichte Belebung. Ganz kurz nach oben und dann geht es wieder straff nach unten, wenn das so bleibt, mit ein bisschen Niederschlag. Und wie wir da sehen, Niederschlag und fallende Temperaturen könnte den Niederschlag in der Konsistenz verändern, sage ich jetzt mal. Also sitzt es oben einer. Es wird schnittig. Er schneidet das oben und lässt es fallen. Wird schnittig. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Und wenn wir da rechts so die 2 bis 3 Liter sehen, die da eventuell kommen sollen, das heißt ja für Burgheide, wenn diese Anzeige war, hat es nie geregnet so wirklich. Also Oder selten. Aber voll cool, oder? Ich habe mir damals, als ich hier nach Burgheide gezogen bin, damals, muss ich ja schon sagen, mittlerweile, ist ja gar nicht mehr eine Woche her, ist ja schon länger her, habe ich mir mal ein paar Langlaufskier gekauft, weil ich gedacht habe, ey geil, kannst du durch die Wälder schön bei Schnee. Ja, hättest du einmal machen können wahrscheinlich. Seitdem ich hierher gezogen bin, war es hier so heiß in Burgheide. Genau. Der Grund ist übrigens bei dem Wetter die Erhaltungsneigung der Großwetterlage in einem stabilen Hochdruckgebiet, das sich nicht so schnell von Tiefs verdrängen lässt. Der Polarwirbel übrigens, der ist auch noch ganz aktiv, also auch der könnte unterstützend für Schneefall noch hilfreich sein. Sehr schön. Du hast wieder mal wie immer mit der Glaskugel gearbeitet. Wir werden mal sehen, ob das eintrifft, was du da erzählt hast. Wie sieht es eigentlich aus, wenn du da vorhältst? Oh ja, dann steht's Kopf. Dann steht alles im Kopf. Ja. Und das war's, ne? Das ist so, ja. Ja, sind wir durch heute. Ja, der 2. Advent ist vorbei, also können wir die Kerzen erstmal wieder ausmachen. Zack. Gut. Bis zum 3. Sieht doch albern aus. Nee, das sieht nicht albern aus. Das ist schon, passt schon zu dir. Ja. So. Wenn dir mal ein Licht aufgeht, ja. Das schon mach dir zum 24. jetzt einen Weihnachtsbaum noch dran. Ja, das war es mal wieder hier. Dummes Zeug, Quatsch, Trooper und Bock, halt News TV, wie immer hier vor der Kamera der. Matze und Lutze und tschüss. Tschüss.